Ja, ich fühle mich gut, die Mannschaft fühlt sich gut, wieder ein Turniersieg. Hey! Ja, überragend, was soll man sagen? Danke. Ich würde das vielleicht in zwei Teile trennen, also einmal das Finale und dann noch die gesamte Turnierleistung. Ich denke, im Finale muss man neidlos anerkennen, dass Haltern bessere oder mehr Spielanteile hatte. Sie haben die Räume, hatte ich gerade schon zum anderen Kollegen gesagt, die Räume besser genutzt bis zum Strafraum. Dann haben wir es aber gut gemacht. Das 1-0 ja, resultiert so ein bisschen aus der Unordnung bzw. aus der Überzahl, die sie über außen hatten. Und dann spielen sie in clever rein und dann steht es 1-0. Und das ist natürlich für uns erstmal eine unangenehme Situation. Das heißt, wir mussten noch mehr arbeiten, noch mehr rennen. Und Haltern hat das dann auch wirklich souverän runtergespielt, weil sie am Ende auch irgendwie die clevere Mannschaft gewesen sind. Aber nichtsdestotrotz, 1-0 ist immer ein knappes Ergebnis. 1-0 kann irgendwie immer kippen, sei es durch einen blöden Abwehrfehler oder durch eine Standardsituation. Das kann immer passieren, darauf haben wir gelauert, darauf haben wir gehofft. Wir haben natürlich bis zur Schlussminute auch versucht, alles zu geben, auch in die Zweikämpfe zu kommen und den Ausgleich zu machen. Aber es hat leider nicht funktioniert. Deswegen, klar, frustriert bin ich oder sind wir sicherlich alle zusammen. Aber wenn ich dann auf die Turnierleistung zu sprechen komme, dann würde ich schon sagen, wir sind zufrieden und nehmen da wirklich positive Momente und Spielminuten raus, die wir jetzt in den nächsten Wochen der Vorbereitung noch mitnehmen, bestimmt auch in die Saison mitnehmen. Wir haben einen guten Kader diese Saison, haben uns sehr gut jung verstärkt und dementsprechend unterm Strich, würde ich sagen, ist es eine zufriedenstellende Turnierleistung gewesen. Ja. Wir haben fast jedes Spiel gewonnen, außer gegen Erkenschwick. Gehört vielleicht mal dazu, dass man auch daraus lernt, in meiner Niederlage. Aber das Gesamtfazit, ja. Man hat die Vorbereitung entgegengenommen und teilweise die Phasen, die wir auch geübt haben, hier mit reingebracht. Dementsprechend sind wir zufrieden. Also ich bin jetzt seit 4 Jahren, das 5. Jahr bei Wanne-Eickel. Und ich war jedes Jahr hier mit dabei. Und ich muss sagen, mir hat sie jedes Jahr immer wieder gut gefallen. Es ist top organisiert. Es ist ein angemessenes, gutes, motivierendes Preisgeld dabei. Die Gegner, also die Wettbewerbsbedingungen, sage ich mal, sind wirklich auf hohem Niveau. Dass gute Gegner auch hier mit reingeholt werden. Und dementsprechend nehmen wir das gerne mit, das Turnier. Auch wenn wir immer berücksichtigen müssen oder sollten, dass wir einen großen Kader brauchen dafür. Weil alle 2 Tage in dem Spielrhythmus dann halt wirklich 90 Minuten zu gehen, ist schwer. Deswegen brauchen wir einen gut besetzten Kader. Das hat uns ein bisschen gefehlt, weil Sven Preissing ist auch verletzt. Christian Melchen hat sich ja verletzt. Jose Gehrig ist noch verletzt. Also gute Stammkräfte sind verletzt, aber wir konnten es, denke ich, gut kompensieren und sind ins Finale gekommen. Deswegen, wir sind immer gerne dabei, auf jeden Fall. So, man spielt Fußball, um aufzusteigen. Warum sollte man Fußball spielen, irgendwie unten oder irgendwie um die goldene Ananas zu spielen? Also wir sind auf jeden Fall ehrgeizig genug, um zu sagen, wir wollen den Aufstieg. Also das Ziel ergibt sich ja quasi aus dem Abschluss der letzten Saison. Wir haben den Aufstieg knapp verpasst durch die Niederlage im Relegationsspiel, nach Verlängerung sogar. Dementsprechend wäre es jetzt blöd zu sagen, wir wollen, weiß ich nicht, auf Platz 3 oder 4 irgendwie landen. Wir wollen aufsteigen, ist klar. Also das ist unser Anspruch, ist mein Anspruch nach jetzt der letzten Saison. Und das sollten wir auch alles versuchen, ja. Ja, die Chemie stimmt überragend, also besser geht's, glaube ich, gar nicht. Wir haben ein paar Neuzugänge, ein paar alte Spieler, alle bringen sich gut ein, alle passen zueinander. Dementsprechend ist das eine Top-Mannschaft. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.